Sattelt die Hühner. Keine Kultur. Kaputte. Nun, der letzte Starter von der 15-minütigen Pause, die eine Ersetzung 70. Loris Thier, geritten von Larissa Bongartz vom Reiterverein St. Schönes Seitlitz. Thank you.
super. Sonst fahre ich mal zur Wohnung. Nee, du gehst nicht zur Sauber. Thank you.
Richtung Strand in die andere. So, und dann müssen die fünf Pferde sein, die vorne sind. Und alles andere ist gedrückt und gelogen. Wenn die fünf Pferde danke. Jetzt komme ich nicht weg. Super. Wo ist die drauf? So, auch hier ein kurzer Kommentar, vielleicht für die, die jetzt vermisst haben, dass diese Dame im Outfit auch noch ein tolles Jackett anhat. Wir haben hier heute sommerliches Wetter und bei solchen Veranstaltungen wird bekannt gegeben, Maßerleichterung erlaubt, das heißt, es steht eben keinemann frei, bei diesem schönen Wetter auch ohne Jackett zu reiten, das gilt natürlich auch für diese Dame. Insel ist eigentlich immer der reiterliche Eindruck und diese Dame konnte ihr Pferd auch in einem schönen gleichmäßigen Rhythmus über diese ganzen Wege führen. Sie hat einen sehr schönen leichten Sitz gezeigt mit einer sicheren Tempelage. Das hat uns gut gefallen. Leider.
als ob ein Blitzer ausgelöst. Ach Mensch, Baby, wieso geht denn das immer hoch? Ja, wenn Wind. Boah, ich doch gar nicht dran. Hm? Das ist auch gar nicht fotografiert. Ne? Der Wind. Hä? Das ist der Wind. Nee, das ist der Pferd. Lächle und sei froh. Es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und ich war froh. Und es kam schlimmer. Richtig. Ja, schlimmer geht immer. Aus dem Chaos rief die Stimme, oder? Der scheiß Wind jetzt. Und zwar die 23 in der Bahn. Das ist Bellissimo HS mit Jana Karina Bongertz vom Reitverein Krefeld. Wieso muss man drei
bin ich. Ist nicht zu finden am Abreiteplatz. Aha. Die 143 ist offenbar nicht am Start. Nächster Start ist die 176, Florestier, geritten von Larissa Kienertz. Vom Reiterverein Salzlitz St. Tönis e.V. Die Uhrnote 7,2.